Das Jahr hat gerade erst begonnen und der Horrorfilm Megan bricht jetzt schon Rotten Tomatoes-Rekorde, geht steil auf TikTok. Und ja, viele preisen diesen Film sehr an. Ist der wirklich so gut? Mein Name ist Nadja, ich bin Schauspielstudentin und großer Fan von Film, TV und Hollywood. Und ich gebe euch meine Meinung zu Megan. Ich habe Megan gebaut, damit Katie sich nicht einsam fühlt. Blumhouse Production haut einen Film nach dem anderen raus. Unter anderem halt eben auch Megan, der seit Anfang Januar hier in den deutschen Kinos angekommen ist. Die größten Hypewellen kamen durch TikTok, wo allein der Hashtag Megan schon über 1 Milliarde Aufrufe. Leider verfehlt der Film aber das typische Horrorgenre, was höchstwahrscheinlich auch daran liegen mag, dass eben TikTok diesen Film viral gehen lassen hat und man daraufhin sehr viel gecuttet hat, um den Film in Amerika für ab 13-Jährige darstellen zu lassen. In Deutschland ist es immer noch ab 16 und trotzdem könnte man ihn eigentlich schon fast ab 12 darstellen. Denn der Bodycount in diesem Film ist gering, es gibt kaum Blut und so ein typischer Horrorfilm ist das eigentlich nicht. Da kennt man von Blumhouse Productions definitiv mehr. Dafür kann man ihn eher in Richtung Sci-Fi-Thriller einordnen. Blumhouse Productions ist dafür bekannt, mit wenig Budget eigentlich recht starke Filme, Horrorfilme auf die Beine zu stellen. Im Repertoire haben sie Paranormal Activity, wofür sie damals beim ersten knapp 15.000 US-Dollar Budget gehabt hatten und über 200 Millionen US-Dollar eingespielt. Neben Paranormal Activity gehören aber auch Insidious, Split, The Black Phone aus letztem Jahr und The Purge zu den Filmen, die Blumhouse Productions gemacht hat. Megan zeigt unter anderem typische Kriterien, die Blumhouse erfüllt. Sie haben ein geringes Budget, nutzen deswegen wenige Spielorte und wenige Sprechrollen, sodass sie sich auf wenige Spielorte beziehen können im Film. Und das ist bei Megan definitiv der Fall. Wir haben gerade mal 2 oder maximal 3 Schauplätze, wo die Handlung stattfindet. Einige Gesichter des Castes kennt man vielleicht, wie eben auch Hauptdarstellerin Allison Williams, die Tante Gemma spielt und vielleicht auch schon in Get Out von euch gesehen wurde oder auch in anderen Serien mit kleinen Gastauftritten. Wir haben hierbei einen sehr starken Fokus auf die Kinderdarsteller und nicht immer sind Kinderdarsteller die stärksten von der Performance her. In dem Film sollte man definitiv nicht auf die stärksten Emotionen hoffen, denn die kriegt man hier nicht unbedingt. Genauso wenig ist der Film wirklich schaurig. Wir haben einige Jumpscares, die aber definitiv hervorzusehen sind. Es gibt super viel Foreshadowing in diesem Film und einige Plotlöcher, die einem auch von der logischen Sinnweise her von den Handlungen der Hauptdarsteller, vor allem der Hauptdarstellerin Gemma, nicht ganz sichtlich erscheinen. Einige denken sich wahrscheinlich, ey, warum haben wir schon wieder eine Mörderpuppe wie Chucky? Und ich kann nicht viel zu Chucky sagen, jedenfalls ist Megan ein Film, wo wir weniger Okkult haben, dafür aber ein sehr modernes Setting im 21. Jahrhundert, wo wir eigentlich sehr viel mit Smart Home arbeiten und eigentlich sehr viel auf Siri, Google, Alexa und was auch immer eigentlich plädieren und auch nutzen zu Hause, so könnte man vielleicht nach dem Film denken, ich traue mich nicht mehr, meine künstliche Intelligenz zu nutzen oder meinen Smart Home Assistenten. Es ist unter anderem auch einer der subtilen Hinweise, die der Film mitgeben möchte, aber auch in Bezug zur Erziehung von Kindern und auch der Nutzung von Technologien oder halt eben auch Ablenkungen und kleinen Helferlein, wenn man nicht ganz im Alltag hinterherkommt. Was halt eben auch besonders prägsam für Kinder sein kann. Die Frage ist hierbei, ob die jüngere Target-Audience, an die der Film gesendet wird, eigentlich diesen subtilen Hintergrund versteht. Denn der Film ist auf jeden Fall gesellschaftskritisch. Und vielleicht auch deswegen genau auch eine kleinere Enttäuschung, denn er ist eben nicht blutig, schaurig und ein Horrorfilm. Eigentlich haben wir als Gruppe mehr gelacht und ja, das Lächerliche aus dem Film mitgenommen, als dass wir uns wirklich erschrocken haben. Das Gesellschaftskritische ist aber definitiv durchgekommen, jedenfalls für die Gruppe, mit der ich im Kino war und für mich selbst. Es wird sehr viel interessant mit dem Score, aber auch mit der Songauswahl gespielt. Wir haben unter anderem Titanium von David Guetta und Sia und man denkt sich, okay, warum? Was ergibt das gerade für einen Sinn? Warum wird das als Schlaflied gespielt? Aber man muss auch dazu sagen, wenn man sich den Text genauer anhört, versteht man ihn vielleicht ein klein wenig mehr. Ebenso die Auswahl der Songs like Toy Soldiers, was ja auch allein schon vom Songtitel her genug hängt. Der Film mit seinen 102 Minuten fühlt sich wenigstens nicht zu lang an, also es ist nicht zu sehr in die Länge gezogen, auch die finalen Szenen nicht, die aber leider, wie schon vorher gesagt, vorhersehbar sind. Ich finde es auch sehr schade, dass Blumhouse Productions sich hierbei wieder mal entschieden hat, das typische
unvermeidliche, oh, wenn es erfolgreich ist, machen wir daraus ein Sequel machen. Ich finde persönlich, es braucht nicht immer Sequels, man braucht nicht immer ein Franchise, aber darauf läuft es mit Megan hinaus, denn Vorsicht, Spoiler Alert, selbst wenn die mechanische Puppe nicht mehr da ist und nicht mehr existiert, weil sie zu gefährlich wurde, so existiert sie zwar nicht in physischer Form weiter, lebt aber in allen Systemen des Home, Smart Homes weiter. Der Film wurde prinzipiell neben dem Plot eigentlich sehr basic gehalten. Wir haben nicht viel CGI, wir haben nicht zu viele Special Effects oder auch explosive Szenen, denn auch allein die Puppe Megan ist nicht CGI geführt, sondern von einer echten Kinderdarstellerin gespielt. Mit einer Maske, gesprochen wurde sie dann aber von eher einer Erwachsenen. Wir haben also ein simples Setting mit einer interessanten künstlerischen Umsetzung, aber einem eher vagen bzw. ausgewaschenen Plot. Und eigentlich sollte man an der Stelle schon sagen, killt es, bevor es Eier legt. Und leider wird es höchstwahrscheinlich dazu kommen, dass wir einen zweiten Megan-Teil bekommen werden, nach einigen Jahren dazwischen und die Rache von Megan bekommen. So jedenfalls erscheint es mir. Insgesamt ein Film, den man sich angucken kann. Ein zweites Mal würde ich ihn mir jetzt nicht unbedingt anschauen. Er ist etwas zu sehr durchschaubar und definitiv kein Horrorfilm. Eigentlich eher, wie gesagt, ein gesellschaftskritischer Sci-Fi-Thriller. Insgesamt gibt es von mir unterm Strich 5 von 10 Sternen für diesen Film. Man kann ihn sich anschauen, erwartet bitte nicht zu viel und ihr werdet wahrscheinlich mehr lachen, als dass ihr euch erschrecken werdet. Falls euch weitere Filmreviews von mir interessieren, solltet ihr auf YouTube hier auf jeden Fall rein abonnieren und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Ist das eigentlich noch hip? Ansonsten schaut bei Letterboxd vorbei, kommt in den Discord, diskutiert mit uns über andere Filme und schaut auf Instagram und TikTok vorbei. Und ansonsten, bis bald zur nächsten Filmreview.